Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute bastele ich eine wirklich sehr einfache Verpackung, und zwar eine Toffifee-Verpackung. Und meine ist schon ein bisschen auseinander, weil sie leer ist. Und wie das geht, zeige ich dir gleich. Ich hoffe, du bleibst dran. Herzlich willkommen zurück. Heute werde ich nochmal mit dem Klarsicht-Stempelset hübsche Grüße arbeiten und mit diesem Designerpapier. Wir sind in den letzten Zügen von der Celebration und noch kannst du die beiden Sachen bekommen bis Ende Februar. Und ja, ich starte auch schon, dass ich das Designerpapier erarbeite. Wir brauchen den gesamten Bogen in 30,5 x 30,5 cm, und ich werde das jetzt falzen. Und zwar, was wichtig ist zu beachten beim Falzen, ist es so, dass man wirklich vorsichtig falzen sollte und lieber dann ganz vorsichtig ein paar Mal darüber gehen sollte, als dann zu doll, weil sonst wird das Designerpapier reißen. So, ich starte damit zu falzen bei 4 cm. Dann bei 6,2. Dann bei 24,3. Und bei 26,5. So, jetzt drehe ich das einmal um 90 Grad. Es ist egal wie rum, außer dein Papier hat eine Richtung. Da musst du das natürlich beachten. Und zwar wird das oben sein, mit 8 cm. Dann nach 8 kommt 10,2. Dann gehe ich zu 21,4. Und bei 23,6 habe ich meinen letzten Falz. So, und jetzt schneiden wir ein bisschen Klebnis zusammen, und eigentlich war es das schon. Ich werde jetzt erstmal als Unterlage etwas drunter legen, weil ich habe einen neuen, toll neuen Tisch. Basteltisch, und den haben wir letztens erst eingeölt, und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob das so fertig ist. Letztens habe ich ein Projekt geschafft, ein bisschen einzuölen, aus Versehen, weil ich es da drauf gelegt habe. Deshalb, so, ich falze jetzt alle Falzlinien, die ich gemacht habe. So, als erstes nehme ich die Schere
und fange oben an. Und ich habe gesagt, oben ist es bei 8 cm. Und ich werde jetzt diesen ganzen Teil abschneiden. Und zwar habe ich hier den ersten, dann den zweiten Falz und hier den ersten und zweiten. Und die ganze Ecke schneide ich einmal weg. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. So, hier ist es ähnlich, nur dass dieser kleine Bereich bleibt. Das heißt, ich falze hier. Oh, jetzt muss ich mal schauen, wo das ist. Achso, das ist hier oben. Ich schneide das Ganze jetzt erstmal weg. So, dieses hier. Und dann auch noch diesen zweiten Falz. Und dann schneide ich hier diese Lasche ein wenig ein. So. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. So. Auf diesem Papier, auf dieser Seite sieht man es besser. Das war jetzt echt gerade ein bisschen anstrengend, weil man das auf dem Papier ja gar nicht sieht, wo man lang schneiden soll. So. Und so sieht das jetzt erstmal aus. Hier sieht ja gar nichts. Moment. Irgendwie ist die Kamera noch nicht so eingestellt, wie sie sein sollte. Die muss ich ein bisschen hervorholen. Das tut mir ja jetzt leid gerade, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem mitbekommen, wie ich das geschnitten habe. Ich muss hier nochmal den Falz schneiden. Also, das heißt, hier oben wirklich alles bis zu diesem zweiten Falz, sowohl hier als auch hier. Und hier unten eigentlich fast genauso, abgesehen von dieser kleinen Lasche, die hier von diesem Stück hier bleibt. Also das alles muss weggeschnitten werden. So, als nächstes werde ich jetzt die Ecken einmal abrunden. Und diese hier auch. Und hier unten. So. Und dann setze ich das Ganze zusammen. Und zwar als erstes werde ich diese zwei Laschen hier dran kleben. Das braucht jetzt gleich ein bisschen Geduld, weil ich das festhalten muss. Und zwar hier muss ich die beiden Sachen wirklich gut verbinden und dann hier halten, bis das trocken ist. So, und auf der anderen Seite genauso. Na komm. So, jetzt macht es natürlich total Sinn, so eine kleine Verpackung zu haben. Kann auch ruhig leer sein, so wie meine. Und die hier reinzustecken. Also erstmal, um zu kontrollieren, hat es eigentlich gepasst oder passt es.
Und du siehst, das passt schon wirklich sehr gut. Und zweitens, weil wir diesen Teil und den jetzt zusammen verkleben. Und damit das, also ich finde es einfacher, als wenn man es mit der Hand oder mit irgendetwas festhält. So, ich werde hier jetzt Tombow anbringen auf diese Seite. Und wie gesagt, das so ein bisschen gerade halten und nach unten drücken, von beiden Seiten ein bisschen anpassen. So. So, zum Schluss setze ich hier solche kleinen Klettverschlüsse. Man kann natürlich auch mit Magneten arbeiten, aber ich weiß nicht, ich finde das für so eine Verpackung irgendwie immer ein bisschen zu viel. So, unsere Verpackung ist eigentlich schon fast fertig. Du siehst, mit diesem Klettverschluss finde ich es auch ganz schön, wie so ein kleines Täschchen. Man könnte sich sogar überlegen, hier tatsächlich nochmal so einen Henkel zu machen, aber das wollte ich diesmal nicht. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist ein wenig etwas zu stempeln. Und zwar Gruß mit Liebe. Und diesen kleinen süßen Vogel. So. Ich habe hier jetzt einfach mal ein Reststück von Grundweiß genommen. Ich lasse ganz, ganz viele Reststücke und versuche die dann auch später zu benutzen. Und damit dann solche Sachen zu machen. Na, was ist, klebt hier jetzt bei meinem? So. Und das mache ich hier ein bisschen weiter, weil das möchte ich einmal anders gestalten. So, ich werde das jetzt einmal einfach so ausschneiden. So. Ich habe hier jetzt ein paar Blends genommen, und zwar die drei sind die neuen Blends. Das sind die hautfarbenen, aber ich finde, man kann sie für so viele Sachen benutzen. Dann habe ich hier Aventurin und einmal Papaya. Und ich werde da jetzt natürlich die Sachen einmal einfach kolorieren. Ich finde das Kolorieren mit Blends wirklich einfach. Also da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, weil dadurch, dass das Alkoholmarker sind, verlaufen sie sich total gut. So. Du hast gesehen, innen drin habe ich erstmal ein bisschen mit Dunkelpapaya gearbeitet und diese kleinen Linien kann man jetzt auch so ein bisschen mit Dunkel nachziehen. So, dann nehme ich hier für die Blätter einfach mal ein bisschen Aventurin. Dann bekommt das auch ein bisschen Farbe. Und jetzt nehme ich das, hat keine
Das hat nur Nummern, das ist SU200. Und das ist so ein dunkleres, ja, braun, Hautfarbe, wie auch immer. Und hier habe ich 600. Ups, da möchte ich aber die andere Seite. Das wollte ich auch so in bräunlich. Das ist mehr so ein Vogel, was man bei uns vielleicht findet. Oh, weiß ich auch nicht. Aber ich wollte sie jetzt nicht zu bunt gestalten, sagen wir es mal so. Und dann nehme ich noch eine hellere Farbe. Das ist die 900. Und ich gehe das nochmal durch. So, ich werde das jetzt auch einmal ganz schnell ausschneiden. Und komm dann gleich wieder. So, und jetzt können wir die Tasche fertig machen. Und zwar möchte ich als nächstes den Spruch hier auf etwas Schwarzes drauf. Also auf etwas Schwarzes, auf einen schwarzen Farbkarton. So, nicht so ganz so breit, glaube ich. Moment. Genau. Und das klebe ich einmal zusammen. Dann habe ich dieses wunderschöne Bändchen und davon brauche ich auch ein bisschen, nicht so viel, aber so, dass ich das dahinter legen kann. Und auch das klebe ich erstmal hier drauf. So, dann kann ich mir das mal so passend machen, wie ich das haben möchte. Und das wird alles auf der Menschenliste draufgepackt. So. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht. Doch. Na, das war ja nicht so schlau. Wenn man es schnell machen möchte. So, ich glaube, das reicht auch schon. Und das werde ich hier drauf kleben und diesen Vogelchen auch. So, jetzt überlege ich mal gerade, wo ich das am besten drauf kleben soll. Hier drunter? Nee. Ja, hier kommt es hin und ein bisschen Blink-Blink darf man nicht vergessen. Dazu werde ich diese Schmucksteine in Color 21 bis 23 nehmen und da auch Papaya.
So. Einen großen, zwei kleine vielleicht. So. Und fertig ist unsere Verpackung. Du siehst, ganz einfach, es gibt überhaupt keinen Verschnitt. Man hat das ganze Papier verbraucht und ich finde zumindest, das ist ein ganz schönes Geschenk. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.